Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zu Zona Fotostudio 17. Es geht in diesem Tutorial um das Zuweisen von Schlüsselwörtern, Tags oder Keywords genannt, wie auch im Internet. Und zwar geht es darum, eine Fotosammlung zu katalogisieren und das Suchen gewisser Themen oder Motive möglich zu machen. Noch ist die Technik nicht so weit, dass dies automatisch erfolgen kann. Die Wissenschaftler arbeiten zwar schon daran, dass also auch eine automatisierte Foto-Tagging-Funktion möglich ist durch künstliche Intelligenz. Aber wir müssen hier noch unseren eigenen Kopf anstrengen, da wie gesagt, die sind noch nicht so weit. Und unseren Fotos Wörter zuweisen, die das Thema, die das Foto darstellt, beschreiben. Wir haben hier in Zona Fotostudio mächtige Funktionen dazu. Wir befinden uns hier im Manager und im Manager im Browser. Ich habe hier einige Fotos, die nicht oder teilweise katalogisiert sind. Also Text sind zugewiesen worden. Das erkennen wir daran, dass wir hier oben ein kleines Symbol haben. Und da sehen wir schon Landschaft, Naturreisen, Strand und Treibgut. Das ist dieses kleine Etikett. Wenn wir da draufklicken, sehen wir, was das Foto darstellt. Und danach können wir dann auch suchen. Und zwar finden wir hier im Browser von Zona Studio Foto 17 ein Fernglas hier oben, links in der Ecke. Die Suchfunktion finden wir auch unter Organisieren, unter Filter oder Suchen. Da kommen wir auch auf das gleiche Suchfeld. So, jetzt haben wir hier die Schlüsselwörter. Ich lösche das, was hier drin war, mal raus. Und schauen mal, was wir hier eintragen können. Landschaft zum Beispiel. Fügen wir mal hinzu und sagen Suchen. Und dann finden wir hier zwei Bilder, das ging relativ schnell, die dem Begriff Landschaft entsprechen. Wieder zurück über den Pfeil hier oben. Jetzt mal an einem kleinen Beispiel. Wir sehen hier zum Beispiel ein Foto, das stellt eine Blume dar, eine Apfelblüte. Das wäre jetzt eine gute Idee, da eben Apfelblüte hinzuzufügen. Das können wir so machen, indem wir hier sagen Schlüsselwörter. Das ist in diesem Bereich hier und sagen hier Apfelblüte. Und fertig ist das. Wenn ich jetzt aufs nächste Bild gehe, dann speichert er das und ich sehe dann die Apfelblüte. Jetzt haben wir hier eine Sortierung drin und ich sehe, das Bild ist hier nach oben gerutscht. Gemäß der Sortierung nach Namen. Der Text nach Namen. Apfelblüte. Wenn ich hier oben draufklicke, sehe ich, hier ist die Apfelblüte vorhanden. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Wir gehen dann mal hier auf dieses Symbol hier in der Werkzeugleiste. Rechts klicken da drauf und können jetzt sagen, okay, wir haben hier Pflanzen. Pflanzen ist Baum oder Blume. Könnte jetzt sagen Baum. Unter Baum legen wir ein neues Schlüsselwort an. Dazu klicken wir rechts auf das Schlüsselwort, was wir suchen. Baum, neues Schlüsselwort und sagen Blüten. Blüten und wir sagen, das ist die Kategorie Pflanzen. Beschreibung können wir hier hinzufügen, was es ist, aber ich denke, das ist klar. Und wir sagen, es bildet eine Kategorie, weil die Blüten unter der Kategorie Pflanzen wieder eine Kategorie ist, und zwar, was ist es für eine Blüte? Sag ich jetzt mal, okay, Blüten. So, jetzt lege ich hier ein neues Schlüsselwort an und sage Apfelblüte. Kategorie Blüten ist voreingestellt. Ich kann jetzt sagen, bildet eine Kategorie, wäre aber Quatsch. Also da jetzt noch tiefer zu gehen, kann man machen, aber das wäre jetzt hier, würde es wahrscheinlich keinen Sinn machen. So, dann sage ich okay. Und dann habe ich jetzt hier meine mein Schlüsselwörter Pflanzen, Blüten, Apfelblüte. So kann ich jetzt hergehen. Kann sagen Pflanzen, das passt dahin. Das ziehe ich mir da drauf. Blüten, das passt auch, das ziehe ich mir auch da drauf. So, gleichzeitig wäre dieses Foto aber auch noch Frühjahr, weil die Blüte ist im Frühjahr vom Apfel. Also kann ich auch eine Kategorie anlegen. Frühjahr. Und das machen wir jetzt mal unter Themen. Da haben wir hier ein neues Schlüsselwort. Und sagen Jahreszeiten. Jahreszeiten für unsere Kategorie dafür. Unter Themen. Und sagen Schlüsselwort bildet Kategorie. Okay. So, unter Jahreszeiten sagen wir jetzt ein neues Schlüsselwort.
sagen, hier, Frühling. 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 Kategorie. Machen wir es mal. Kann man, das ist, macht ja nichts, wenn es eine Kategorie ist oder nicht. Ich kann dann immer noch später weitere Schlüsselwörter darunter anlegen. Wir können jetzt auch hierher gehen und noch die weiteren Schlüsselwörter anlegen. Herbst. Herbst und der Jahreszeit. Eine Art Kategorie. Und machen dann direkt auch noch den Sommer. Sommer ist Jahreszeiten, bildet Kategorie in dem Fall. Und machen auch noch den Winter. Was habe ich da getan? Moment, habe ich mich verklickt. So, nochmal ein neues Schlüsselwort. Winter. Jahreszeiten, bildet Kategorie. Einfach deshalb bildet Kategorie, weil jetzt kann ich unter Frühling noch weiteres anlegen. Wenn mir unter Frühling noch was einfällt, ich wüsste jetzt nichts, aber so ist schon mal festgelegt, dass ich da eine Kategorie habe und unter dieser Kategorie Frühling weitere Schlüsselwörter anlegen könnte, wenn ich denn wollte. Jetzt haben wir also diese Funktion mit den Schlüsselwörtern. Wir können danach suchen. Also hier, ich suche jetzt Frühling. Frühling und sag suchen. Und hier habe ich meine Frühlingsbilder, die ich gerade zugewiesen habe. Und wenn ich den Filter wieder ändern will, also wieder weg haben möchte, dann klicke ich eben einfach hier auf Zurück. Jetzt haben wir hier noch weitere Fotos und da kommt eine andere Möglichkeit, hier Fotos zu sortieren, ist, ich habe hier verschiedene Farben. Und ich kann also hier sagen, das sind meine Pflanzen. Aber noch mehr Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Nehmen wir mal alles, was Natur ist. Nehmen wir mal Natur. Natur. Natur, 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 Natur. Und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt noch mehr machen. Und weise denen jetzt eine Farbe zu. Grün. So, in dem Falle werden die jetzt alle. Wieder wird nachgefragt, weil ich mehrere Dateien ausgewählt habe, ob er die alle anlegen möchte. Und ich sage, ja, kann er machen. Dauert jetzt eine Sekunde, weil er muss die alle abspeichern. Und jetzt haben die alle die Farbe grün, wie man sehen kann. So gesehen kann ich auch danach nachher später suchen. Klicke also hier auf mein Suchbild, sage Schlüsselwörter, mache ich mal raus. Und guck mal hier in der Markierung grün. Das muss ich vorher aber. Hinweise muss ich erst anklicken, gerade richtig. Ich klicke das hier oben an, so, und dann kann ich die Markierung anklicken, grün. Sag mal suchen, Bewertung will ich gar keine. So, suchen. Und so, jetzt sind hier alle meine grünen Bilder. So kann man also hergehen und einfach über diese Farbfunktion Bilder markieren, um die später wieder zu finden und sagen, alles was Natur ist oder irgendeine besondere Festivität, die hat dann die Farbe weiß oder schwarz. Ja, Filter aufheben, wieder hier über diesen Fall. Eine andere Möglichkeit ist, man sieht hier bei einigen Fotos habe ich Sternchen, hier zum Beispiel bei diesem. Da kann ich bewerten, wie gut ich das Foto finde. Und wenn ich jetzt sage, okay, hier die Möhren, die finde ich wirklich klasse, dann drücke ich einfach hier auf der normalen Computertastatur die 3 und dann werden hier 3 Sternchen hinzugefügt. Das Flugzeug hat schon eine 3, da sage ich, nee, möchte ich aber doch nur eine 2. Ich klicke auf die 2 und dann werden 2 Sternchen hinzugefügt. Und auch nach diesen Bewertungen kann man später suchen. Hier den Träumel, den geben wir auch nochmal. 5, der ist toll. So, jetzt hat er 5 Sterne. Und gehe wieder hier auf die Suchfunktion. Hinweise. Nehmen wir mal die Farbe raus. Muss man immer darauf achten, dass nicht hier auch eins von den Sachen hier aktiviert ist, sonst werden die Suchen nicht hinhauen. Und sagt, zeig mir alles, was eine 5 hat. Suchen. Und dann habe ich hier meine Bilder, die eine 5 haben. Von meiner Bewertung. Das kann ich wiederum kombinieren mit der Farbe und auch mit den Schlüsselwörtern. Also man kann hier sehr explizite Filter ansetzen, um gewisse Bilder schnell zu finden. Das hier noch, warum das hier mal aufpoppt, das ist einfach, weil ich das hier ausgeblendet hatte. Normalerweise ist es so, aber so sehe ich eigentlich mehr. Und wenn man hier auf den rechten Rand kommt, dann geht es automatisch auf. Wenn ich so mache, ist es weg und wenn ich hier draufklicke, dann kommt es wieder. Das ist also der Dateibrowser. So, das dazu. Ich nehme den Filter wieder raus. Hier habe ich dann meine Bilder. Ich denke, das ist soweit
in Ordnung, wie man die Schlüsselwörter jetzt hier anlegt, ist klar, hier über diese Funktion kann ich eben per Drag and Drop hergehen und Schlüsselwörter anlegen. Hier habe ich zum Beispiel Stadt. Stadt, nehmen wir Stadt und was hier zufügen. Oder eben, ich kann die Schlüsselwörter auch hier einfach reinschreiben, mit Komma getrennt, dann werden die auch automatisch zugewiesen. Und ist hier schon etwas vorhanden, wenn zum Beispiel jetzt hier sage, okay, den Frühling, den habe ich hier noch nicht drin, schreibe ich also hier Frühling hinein. Und dann sieht man, dass das schon gefunden hat, weil er sieht, okay, Frühling war schon mal drin und schlägt mir das auch vor, brauche ich nur noch auf die Return-Taste, also Enter-Taste zu drücken und dann steht das Schlüsselwort drin. Gespeichert wird es dann allerdings erst, wenn ich auf ein anderes Foto klicke. Das war also das Tutorial zu den Schlüsselwörtern, Tags oder Keywords. Wie kann ich meine Fotosammlung katalogisieren? Wie kann ich ein bisschen Ordnung reinbringen? Das macht Sinn, wenn ich mehr als ein paar hundert Fotos habe. Bei 30, 40 Fotos macht es nicht Sinn, aber es macht unheimlich viel. Es ist sehr sinnvoll, sagen wir es mal so, damit direkt anzufangen. Wenn ich eine Fotosammlung habe und ich fange sofort an mit den ersten Fotos, die ich in Zona hier importiere und sage, okay, komm, ich mache mir die Mühe und sag eben, was es war, ich sag eben, wo es war und ich sag, was es darstellt, dann habe ich später natürlich sehr viel einfacher, wenn ich ein paar tausend Fotos da drin habe. Denn dann was zu suchen ist einfach, weil ich habe alles katalogisiert. Wenn ich jetzt sage, okay, mache ich irgendwann mal, Vorsicht, das kann dann irgendwann mal schwer in Arbeit ausarten. Ich freue mich, wenn Ihnen das Video-Tutorial zu Zona Photo Studio 17 im Thema Schlüsselwörter zuweisen gefallen hat und weitere Videos werden in Kürze folgen.